Herzlich willkommen zurück zu Nebel. Nee, zu Rome Total War 2 Rise of the Republic. Wir besiedeln eine neue Siedlung? Fragezeichen. Und, ups. Ich würde sagen, hier, warte. Die beiden kommen, na. Der kommt hier hin, der kommt dahin. Die kommen hier hin. Und Triarii kommen dieses Mal in vierte Reihe. Ups, Entschuldigung, Entschuldigung. Ich hin. Das Seltsame ist aber, dass er so viele von mir besiegen soll, angeblich. Weil das ist ein bisschen komisch. Vor allem, hier, so wie seine Strategie ist, ist gerade eher mangelhaft. So, dann mal bitte alle weiter vormarschieren. Da sterben schon einige, aber das sind keine Söldner. Was der macht, weiß ich gerade gar nicht. So. Wie will der jetzt gewinnen? Ja, ist ja auch irgendwie egal. Macht er auf jeden Fall nicht. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Oh, das war Friendly Fire gerade. Oh, das ist mir zu viel Friendly Fire. Gehe ich jetzt mal kurz in den Rücken der Entzückten. Bam, fall in den Rücken rein. Apropos, Banner heben, warte. Und Gruppe motivieren. Ich reite mal kurz vorbei und das boostet euch. Sehr schön. Bam. Die Männer wanken. Unser General wird angegriffen. Thank you.
Ah, wieder raus. Zwei sind gestorben, das sind zwei zu viel. Was habt ihr gerade noch gesagt? Irgendwie, ja. Hachi? So, jetzt gehen mal die Triari nach vorne. Das ist sehr nett von dir. Da gehe ich mal schnell weg. Die dürfen jetzt Pause machen. Und die haben eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Piu, piu, piu. So, langsam vormarschieren. Bitte, ihr geht nach. Nee. Nee. Ganz außen rum. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Die sind ja immer noch nicht fertig. Also die machen mich gerade platt, ne? Das sind Peltasten. Junge. Das ist wirklich peinlich. Helft mal euren Bob-General. Der ist zu dumm zum... Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Ja, jetzt halt, ne? Ja, du hast 30 Männer verloren. Oder so. Auf jeden Fall viel zu viele. Eine gesamte Einheit ist umgekommen. So, General. Greift anderen General an. Er hat auch nur noch 40, aber ich nur noch
20. Ihr dürft angreifen. Ihr habt die Erlaubnis. Ja, so. Ups. Tschüssi. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Ja, also gegen Ende hat er dann doch ein bisschen was von mir erledigt. Also ziemlich bisschen was. Wie viel hat er gesagt? Ich glaube 70% überleben. Der war nicht gut. Ja, ein Drittel. Ja, das hätte besser machen geworden werden, tun, Tantin. Gut, auf jeden Fall Taras habe ich trotzdem besiegt. Ja, die da sind ja voll wurscht. Hier machen wir das da, hier können wir wieder nicht, das machen wir weg, das machen wir auch weg. So, grüne Legion, was hat der hier für Söldner? Krass, wow. Dann machen wir den weg und holen uns zwei von denen. So. Und du gehst mal hier weiter. Ja, und nächste Runde schaust du diese da an. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich mit denen auch nach oben gehen soll. Weil, Alter. Weil, wenn jetzt unser lieber Kollege sagt so, ja, nee, das, er will das nicht mit mir verbündet sein, dann muss ich ja schauen, was ich mache, ne? Dann muss ich ja quasi ihn besiegen. Und im großen Stil. Also im sehr großen Stil. So, jetzt habe ich 10.000. Du gehst nach da.
Was ist die Insel da oben? Du bekommst aber nichts, nee. So, wie sieht's eigentlich hier aus? Da könnte ich mal das da erobern. Pass, Schutzstellung, wir haben viele Bogenschützen. Super. Nee. Das ist zu teuer. Gut, Nummer 1. Na gut, also dann hier nochmal aggressiv vorgehen, auf jeden Fall. Okay, da ist noch eine. Achso, wow, kann ich jetzt nicht machen. Supi! Dann würde ich mal sagen, ups, da. Dann die geht auf jeden Fall rüber. Der da bleibt hier. Der da. Oh, der da bleibt hier. Der da. Ich. Ehrlich gesagt weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass ich den brauche. Dann geht da. Ja, komm. Doch. Die gehen ja jetzt einfach beide rüber. Einfach beide rüber, so schnell wie es geht. Du kannst vorher noch, ne? Genau. Du kannst vorher auch noch. Oder nicht? Ach. Dann bleib doch da. Du bekommst nichts, du bekommst nichts. Und wir sind fertig. Beziehungsweise mit der Runde. Also noch nicht ganz mit der Folge. Syrakus findet uns gar nicht so kacke. Und das finde ich gerade kacke, was er macht. Weil einfach so das wieder erobern ist langweilig. Das kann doch jeder. Mei. Aber dann erober ich es halt nochmal. Hm. So, Neapolis hat noch zwei, oder? Ich glaube schon. Also zwei Städte. Und dann ist auch Ruhe im Karton. Und nein, ich werde den nicht zum Klientelkundentum machen, weil das haben wir schon mal gemacht. Und dann ja, sind die mir in den Rücken gefallen. Gescheitertes Bestechen, das ist immer gut, dass es gescheitert ist. So, hier. Bitte 91% nach Hause. Uiuiuiui. Uiuiui, das war aber ganz schön knapp. Das war ganz schön knapp. Was bringt das? Warte. Orakel von der Sibylle von Kume. 5 militärische Forschungsrate und minus 20% Strafe auf öffentliche Ordnung durch lokale Anwesenheit fremder Kulturen. Das ist wunderbar. Wie viel Prozent habe ich jetzt? 192. Ja. Geht noch besser. Was machst du jetzt? Du gehst mal Richtung Neapolis, wie wär's? So, 30.000, was sagt denn unser Kumpane da oben? Der ist sehr freundlich. Ihr kommt als Freund. Wir wählen unsere Freunde mit Bedacht, aber ich werde euer Angebot erwähnen. Ja. 30.000, hoch. 18, moderat. Gut. So, jetzt schauen wir mal. Gut. Okay.
das haben wir geschafft, das da noch nicht. Wir müssen uns mit denen klarstellen. Ach, okay. Wie sieht's denn der aus, hä? Ruf eures Volkes eilt euch voraus. Ihr niedrig. Seid hier willkommen. Sprecht frei. Nicht Angriffspakt. Warte, zuerst. Defensiver, wo bist du? Defensiv? Wo ist defensiv? Schutzbündnis, hier. Niedrig, auch. Ihr vertretet eure Angelegenheit gut. Doch bin ich nicht ganz überzeugt. Ja, dann vielleicht überzeugt dich 12.000. Was? Vielleicht Schutzbündnis für 12? Doch im Sinne der Ehrlichkeit muss ich ablehnen. Hoch. Moderat. Gut. Dann in ein paar Runden werden wir dann warte, hier, das gehört. Achso, okay, das gehört in dem auch noch. Okay. Das werden wir dann aber auch noch bekommen. Dann hier bitte. Vielen Dank. 60% ist in Ordnung. Bam. So, das ist alles in Ordnung. So. Ach, das ist mein Dude. Achso. Cool. Oh, wir können unsere ganzen Kavalleristen hoch. Ne, können wir nicht. Warte. Warte, du. Wieso kannst du. Jetzt fahr doch. Ah, das ist jetzt vollkommen die Verstopfung oder was? Warte mal. Ja, also. Hey, hey. Das war jetzt schwer, ne? Gut, die können aufgetunt werden. Super. Aber die Grüne Legion muss trotzdem noch ein bisschen ausruhen. Die wartet mal da. Und 70%. Was hat denn der? Ja, das ist eine langweilige Schlacht. So. Ja, vielen Dank, ne? So, mehr Geld. Das kann ich nicht. Ja, nicht in Ordnung. Ja, jetzt habe ich kein Geld, ne? So, nochmal 200 Goldöcken. Oh nein. Gut gemacht. So, was ist denn eigentlich da oben? Der bleibt jetzt die ganze Zeit so, ne? So. Runde noch nicht gleich beenden. Du gehst dahin. Du bleibst da. Du bist einer von mir, deswegen bekommst du was. Du bist einer von mir, deswegen bekommst du auch was. Du bist keiner von mir, du bist keiner von mir und du bist keiner von mir. Gut. Dann schauen wir uns kurz an, was die nächste Runde. Ja, ja. Ja, komm. Eigentlich will ich das nicht, aber mal dann. Ja. Dann gehört es halt Syrakus, aber ja, ist egal. Ist eigentlich interessant, dass man dann mit den anderen kämpft,
Obwohl man kein Verbündeter ist. Also wir haben ja nur Friedensabkommen. Und das war's. Echt, du willst gegen die kämpfen? Echt jetzt? 74. Eigentlich will ich die nicht verheizen. Also eine Landung ist immer so ultra langweilig. Gut, ich glaube, wir machen. Ja, nee. Weil das wird so aussehen, dass ich mich verbarrikadiere. Er greift mit den Kavalleristen an. Ich töte die. Dann reite ich mit der Kavallerie zu den Ballisten, töte die. Und dann kommt er mit der Infanterie, mit den Schiffen an. Und dann töte ich die. Ist langweilig. Also, beziehungsweise keine Herausforderung. Und ja, auch fürs ja, Let's Play ist es. Naja. Da hatten wir schon genügend. Frieden ist kein leichtfertiges Wort. Krieger sprechen von Ehre. Ja, wie? Jetzt magst du kein Klientelkönigtum mehr. Aber egal. Neapolis, was macht Neapolis? Die Götter haben durch unsere Priester gesprochen. Ja, passt. Das passt. Anscheinend grundlos beschweren sich die Plebejer, dass sie zu hohe Steuern bezahlen. In der ganzen Stadt wird die Arbeit niedergelegt und es werden niedrige Steuern gefordert. Die Lage kann nicht anhalten. Steuern erhöhen. Ah, dann senken wir die mal. Die haben ja Geld. So, Mission erfolgreich. 26.000. Ziel erteilt. Die Annalen Roms. Gut. Die lesen wir dann in der nächsten Folge vor. Danke fürs Zuschauen. Und ich glaube, wir brauchen wirklich nicht mehr lange. Und dann ist auch Rise of the Republic fertig. Bye bye.